So Leute, wir waren verzweifelt und wir sind es immer noch, denn wir sind in Tomb Raider 3. Es ist zwar The Lost Artifact, aber es ist halt auch Tomb Raider 3, ne? Hm. Tomb Raider 3 darf man nie unterschätzen. Das da ist kamen Rückweg, wir her. Ja. Da kamen wir her, genau. Kamen wir hier in den großen Raum. Und von da aus gab es jetzt mehrere Abzweigungen, alle gleichermaßen verwirrend. Genau da. Hier da sind oben. So Kräne. Ja. Wollten wir gucken, ob das was bringt. Gibt's immer einen Raketen. Will ich dem in den Maul hauen. In den Maul will ich den hauen. Geht aber nicht. Geht gar nichts generell. Och nee. Die treffen irgendwie besser als du. Ja, die haben ja auch Auto-Aim. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das sieht so aus, als würden sie halt an einem Seil nach oben gezogen. Die Vorstellung ist vorbei. Wir sehen uns ein nächstes Mal. Wo führten diese Lampen jetzt nochmal hin? Die Lampen? Da. Hier. Aber da ist zu, Leute. Das ist auch eine Textur. So. Okay, irgendwas hat mich getroffen. Hm. Da war übrigens irgendwie auch noch was. Links neben... Guck mal da, was ist da? Nein, da ist nichts wahrscheinlich. Hätte da sein können. Leer. Warum macht man sowas denn da... Warum macht man sowas denn da hin? Was soll denn das? Oh! Granaten! War ja klar, dass irgendwas auf dem Dach liegt. Dieses Spiel ist generell das Spiel, wo wichtige Items oft auf dem Dach des jeweiligen Gebäudes liegen. Oh, das nervt, ey, wie wenig Luft man einfach hat. Ja. Ich finde, sie hätten ihr hier ruhig ein Atemgerät geben können. Wie wenig Luft man hat und wie gigantisch aber gleichzeitig das Level ist. Das ist ja vom Räumlichen her einfach kein Vergleich zu normal. Ich kann hier geradeaus voll lang schwimmen einfach. Ach so, Strömung, da kommst du nicht hin. Schade. Direkten Weg kann ich nicht nehmen. Ich muss praktisch über die Lampen. So, da links war nichts, wissen wir. Da ist diese Glocke, kommt man aber auch nicht hin. Da? Da kann man rein, genau. Da sind wir aber auch schon durchgeschwommen. Ach so, schade. Ja. Da ist das Loch, das kennen wir. War das nicht das Secret irgendwie? Ja. Da gab es aber auch Luft, glaube ich. Ja. Sollte ich mir jetzt nehmen. Tja. Wie knapp dieser Weg jetzt war, obwohl ich ihn kannte. Ja. Naja. Naja. Ne? Naja. Naja. Ist halt so. Das war dann das Display zu. Nein, Ja, leider hier wieder. Das Übliche. Ja. Ich hasse Unterwasserlevel. Da ist wieder das Wrack. Ja, hier beim Wrack war aber nichts, bis auf ein Luftloch da oben. Nur das verstehe ich irgendwie nicht, weil hier hatten sie doch die Musik gespielt. Ja, aber die heißt ja nichts. Sie spielen die ja in diesem Add-on irgendwie dauernd. Ja, das stimmt allerdings. Hier unten am Wrack vorbei ist leider auch nichts. Ja, dann ist das Wrack tatsächlich... beherbergt das einfach de facto nichts. Naja, vielleicht die Wände nochmal genau absuchen, ob da irgendwo ein Eingang ist oder so. Boah, das war jetzt wieder mega knapp. Irgendein Item im Inventar haben wir nicht, ne? Nee.
Nee, sieht echt nicht so aus, als wäre hier was. Es liegt halt einfach da und es spielt Musik. Wohl ein Chor auf dem Wrack. Ein Orchester. Aber ansonsten... Und was soll dieses Boot? Ja, das war ja nur eine Todesfalle. Das ist ja nichts anderes als ein Stein, der angerollt kam, sozusagen. Woher kam der eigentlich? Der kam ja von da hinten. Ja. Aber hier ist die Strömung, hier kann man nicht weiter. Ah, gut. Anders gesagt, dieser Bereich führt de facto einfach nirgendwo hin. Ne, ja, jetzt kommst du ja wieder in den Raum. Ja. Achso, ich brauche Luft. Wobei man dazu sagen muss, dass halt, als wir das betreten haben, ja auch der Secret Sound spielte. Das also, stimmt. Möglicherweise ist das bisher... Einfach nur ein riesiges Secret. Ja. Nur ich habe keine Ahnung, wie ich aus dem Secret wieder rauskomme. Ja, dann hier rüber. Und dann bist du wieder in dem großen Ding und dann müssen wir irgendwie was finden, wo es weitergeht. Nein, ich meine, ich dachte, der wäre das Secret. Nee. Also Teil des Secrets. Nee, nee. Das Secret kam halt erst, als du durch diesen Tunnel, durch den du jetzt gerade geschwommen bist, kamst. Stimmt. Also muss ich eigentlich einfach in eine andere Richtung, aber hier ist ja auch nichts. Also hier in diesem Raum, in Anführungszeichen, muss irgendwas sein. In diesem Wassergebiet. Also hier musst du ja zwei Sachen einsetzen und da musst du ja irgendwie drankommen. Vielleicht hat das was mit diesen Kränen zu tun. Vielleicht guckst du da nochmal genauer oder so. Tag, Kräne. Genau, dreh dich mal in die Richtung. Ja, dann nerven natürlich sofort wieder die Taucherlines. Die hier auch irgendwie unendlich spawnen oder so. Dein Leben blinkt schon wieder, pass auf. Da ist ja von der Seite jetzt noch einer dazugekommen. Man kann ja gar nicht gucken. Was, ja. Wo ist der andere? Da. Einfach mal tot machen und... Tschüss. Jetzt hast du... Nervensägen. Erstmal Ruhe. Am besten dann jetzt gleich nochmal speichern. Von wegen Ruhe. Ich muss jetzt schon wieder Luft holen. Ja. Also dann speicherst du jetzt am besten einfach nochmal und dann hast du die Taucher wenigstens erstmal weg. So, wo... Nee, falsche Richtung. Also, wir haben zwei Kräne und ein riesiges Secret. Dieser Hauptgang ist Teil eines riesigen Secret. Ja, da kommst du ja nicht lang. Genau, da komme ich nicht lang. Hier an der Seite geht... Auch nicht wirklich. Doch. Ja gut, da muss man aber auch erst die Ruhe für haben, das auszuprobieren. So komme ich nämlich auch zur Taucherglocke und... Die ist aber zu. Das ist nicht wahrscheinlich nicht mal so gedacht, dass du hier hinkommst. Denkst du? So wie das gerade rumgeglitscht hat? Weiß nicht. Scheiße, sag mir, dass du auf bist. Nee. Ja, tot. Brachte mir jetzt aber auch nichts. Nee. War wahrscheinlich wirklich nie so gedacht. Also es ist ja auch irgendwie ein Boot auf dem Ladescreen-Verzeich eingezeichnet, aber das hilft uns jetzt im Moment auch noch nicht. Auf dem Boot waren wir ja. Wir sind ja von dem Boot aus ins Wasser. Nee, so ein kleines Boot, wo Lara drin fahren kann. Ach so. So, jetzt wird nochmal zu den Kränen. Was ist da oben zum Beispiel? Nun! Was ist das? Milch. Ja, Milch. Das hilft doch schon mal. Ne, was ist das? Circuit Bulb. Ah. Das ist wohl die eine von den beiden Glühbirnen, die du dann einsetzen musst. Hm. Kann ich einfach eine abmachen, die hier hängt?
So, und dann gucken wir nochmal oben weiter. Ja, erstmal brauche ich Luft und dann kann ich die auch direkt einsetzen. Einfach mal testen, ob man sie einsetzen kann, ja. Da, das Gelbe ist es dann wahrscheinlich eher, ja. Genau. Yay! Okay, und mit der zweiten öffnen wir dann wahrscheinlich die Tür da unten. Die ich eigentlich für eine Textur gehalten habe. Textur. Textur. Blue Texas Tür. Genau. Nochmal zu den Krähen hin und nochmal oben gucken. Vielleicht ist sie auf der linken Seite gespiegelt. Du bist jetzt irgendwie gerade vorbeigeschwommen. Ja, muss irgendwie nach oben. Oh, wie kommt man nochmal nach oben? Hier. Ganz ruhig. Nee, da nicht. Da nicht. Geradeaus jetzt. Da, wo dieses Ding ist, da, genau, wo die Kräne sind. So, und jetzt guck mal auf der linken Seite. Jetzt hängst du an den Kränen irgendwie fest. Guck mal auf der linken Seite, ob da nochmal so ein Raum ist. Sieht nicht so aus. Liegt vielleicht auf dem Ding. Nee. So, da hattest du die erste her. Da links. Ja. Die zweite ist dann vielleicht da hinten irgendwo. Guck mal, da geht's doch auch lang. Ich zeige gerade auf den Bildschirm. Also, das könnt ihr natürlich dann nicht sehen. Oh, indirekt schon. Sie sehen ja, wo ich hinschwimme. Ah, guck mal. Ein ganzer Bereich, wo wir noch gar nicht waren. Geil. Das Secret hat uns irgendwie verwirrt und abgelenkt. Ja. Da ist die zweite. Weil es auch einfach so umfangreich war. So ein riesen Secret und man denkt, wie geht's denn weiter? Dabei war es halt ein Secret, aber man hat vergessen und... Ja. So, und jetzt? Hier noch irgendwas? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, ich habe schon die Diegel. Ich habe ja gewonnen, sozusagen. Wenn es um Waffen geht. So. Das öffnet dann die Tür gleich. Ach, Lost Artifact. Wobei man sagen muss, so ein krasses Unterwasserlevel gab es ja in Tomb Raider 3 gar nicht. Nee, das stimmt. Aber das hatte halt auch seinen Grund. Dann dachten die sich, die Entwickler, okay, wir machen jetzt ein Add-on für die Leute, die sich nicht genug gequält gefühlt haben. Ja, so fühlt sich das ein bisschen an. So auf dem Motto, zu alten Stärken zurückfinden. Und man selbst denkt sich nur, okay... Dann führen wir auch die Prügelstrafe wieder ein. Es ist halt nicht immer automatisch gut, nur weil man es schon mal gemacht hat und nicht dabei gestorben ist. Wobei in den Tomb Raider Spielen natürlich schon irgendwie. So läuft das ja. Das einzige Ziel. Ja, stirb nicht, komm weiter. Lol. Da unten ist auch ein Weg. Ja. Weiß jetzt nicht, welchen ich als erste. Ich guck erstmal unten. Ja. Hätte ich jetzt auch gemacht. Okay. Boy. Da ist auch überall diese Flüssigkeit. Wenn ich dran gehe, verbrenne ich wahrscheinlich. Nee. Wie soll's auch unter Wasser verbrennen? Das fließt da irgendwie aus diesen Türen raus. Ah, das ist ja der Tunnel. Das sind ja wahrscheinlich noch die Türen von dem Tunnel. Oh Gott, sag mal bitte, dass es da zur Luft geht. Da geht's zu heilen erstmal. Was ist das denn für ein Vieh? Und da geht's nicht zur Luft. Ich glaube, du brauchst das gar nicht aufheben. Ja. Balloon! Secret, du bist tot. Hätte ja klappen können. Ja. Gab's ja auch in Tomb Raider 4 mal sowas. Okay, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wo der Granatwerfer ist. Das ist ein gutes Gefühl. Lass ihn uns liegen lassen. Na, hier ist, glaube ich, gerade eh noch zu. Ja, das wollte ich nämlich schauen. Weil das da unten so groß ist, wollte ich schauen, ob das hier vielleicht der kurze Bereich ist. Und ja, das ist ja momentan noch. So. Da habe ich sehr viel Zeit vergeudet, mir das anzusehen, aber irgendwann muss man es ja. Da kommt man noch nicht hoch. Piep. Piep.
Boah, wo war denn der Gang jetzt? Gute Frage. Hier. Medipack. Weil ich mag das Krokodil nämlich nicht. Was ist das eigentlich? Es ist so eine Mischung aus Fisch und Krokodil. Ja. Wahrscheinlich hatten sie keinen Bock, extra irgendwie ein Fischmodell zu machen. Fischanimationen und Fischgeräusche zu machen. Deswegen haben sie einfach nur ein Krokodil genommen und ihm einen Fischschwanz angeklebt. Ja. Wäre doch möglich. Ah. So. So hat Gott übrigens auch die meisten Lebewesen auf diesem Planeten erschaffen. Und so sehen sie auch aus. Wollte ich gerade sagen. Schnabeltier. Och, nehme ich einfach eine Ente und einen Biber. Nun. Ja, und mit diesem Anblick würde ich sagen, endet hier dann auch die Folge. Ich habe den Granatwerfer. Bis dann.